Okay, dann begrüße ich recht herzlich alle hier zum Abschlussforum im Track Vertrauen. Die Konferenz ist noch nicht zu Ende, die geht natürlich noch weiter. Wir haben es jetzt mit dem spannenden Thema zu tun, Datenauswertung im großen Stil, Datenanalyse für Profilerstellung und Statistik. Kurz runtergebrochen, ähnlich wie mit dem Thema Cloud Computing haben wir es mit dem In-Thema Big Data zu tun, ja, auch so ein Synonym, so ein unbestimmter Begriff, der ziemlich viel auf sich vereinigt, und wir wollen ein bisschen schauen, dass wir besser verstehen, was unter Big Data gemeint ist, welche Datenmengen hier wirklich verarbeitet werden, was das für Auswirkungen hat auf die digitale Gesellschaft. Und da freue ich mich, dass ich hier drei Experten habe, die dazu sehr viel sagen können, sicherlich mehr, als das im Rahmen dieses Podiums möglich ist. Zu meiner Linken, Jürgen Geuter, du bist Mitglied der Spakeria. Wirst es gleich auch noch kurz erläutern. Und ja, fang doch einfach damit an. Ja, wie gesagt, Jürgen Geuter, Mitglied der datenschutzkritischen Spakeria. Die datenschutzkritische Spakeria ist ein Cluster, kann man das nennen, also ein Raum, in dem sich Menschen zusammenfinden, die sich die glauben, dass das Datenschutzkonstrukt, was wir bisher mit uns rumschleppen, uns vielleicht nicht in der Zukunft so weiter dienen wird und dass man sich vielleicht mal neu überlegen muss, wo man hin möchte und eben nicht einfach nur an Regularien rumbiegt, die man dann vielleicht sowieso nicht durchsetzen kann. Sehr spannend. Das bezieht sich auf ein altes nordvietnamesisches Sprichwort. Nein, also das ist einfach, ein dummer Witz. Man braucht einen Namen für das Ganze und das heißt jetzt halt Spakeria. Ich denke, jetzt sind alle Fragen beantwortet. So, zu meiner Rechten, Andreas Nold. Andreas, du bist leitender Mitarbeiter bei der SAS und du wirst uns gleich sagen, was du dort machst und was euer Unternehmen auch macht. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Nold. Ich bin in der strategischen Geschäftsfeldentwicklung für den öffentlichen Dienst bei SAS Deutschland in Berlin hier ansässig. SAS ist das weltgrößte Softwarefirma in privater Hand mit 11.000 Mitarbeitern weltweit und 400 in Deutschland davon. Wir beschäftigen uns mit Business Analytics und Advanced Analytics und das Thema Big Data und High Performance Analytics, also das heißt Auswerten von großen Datenbeständen, ist unser Kernthema. Deswegen sitze ich auch hier. Genau, Markus Lindemann, du bist Multijobber, irgendwie Filmemacher, Journalist, Lehrer für Suchmaschinenrecherche. Erklär uns noch ein bisschen näher, was deine Firma macht, das Autorenwerk. Okay, meine Firma macht Fernsehproduktionen für das ZDF und andere nette Sender und hat sehr viel mit Recherchen zu tun, weswegen ich mich irgendwann mal auf Online-Recherche spezialisiert habe. Deswegen war ich auch beim ZDF angestellt mit dieser Aufgabe, also Online-Rechercheur. Und beschäftige mich neben meiner Tätigkeit als Fernsehproduzent damit, Journalisten beizubringen, wie sie unstrukturierte Daten, 23 Milliarden Internetseiten, das Internet, sinnvoll strukturieren und für sich nutzen können und wie sie vielleicht auch den Teil an strukturierten Daten, der über das Netz zugänglich ist, der ja nochmal viel größer ist, für sich nutzen können. Wunderbar, so jetzt sind wir alle vertraut miteinander. Das Publikum werde ich natürlich auch, wie bei den anderen Foren, auch mit einbeziehen. Wenn Sie Fragen haben, zwischendurch ganz dringend, melden Sie sich. Nachfragen gehen natürlich immer, aber ich werde auf jeden Fall eine Runde machen, wo ich dann die Meldungen entgegennehme. Ich würde jetzt aber erstmal anfangen mit unseren Diskutanten hier auf dem Podium. Ich würde die erste Frage an dich richten. Andreas, vielleicht am Anfang die große Frage auf der Metaebene, ja, was ist eigentlich unter Big Data genau zu verstehen? Gibt es eine Begriffsdefinition im IT-Kontext? Gibt es vielleicht ein Fallbeispiel eines konkreten Dienstes? Ich glaube, das wäre hilfreich. Okay. Big Data ist ein Thema, was jetzt schon eine Reihe von Jahren als mehr oder weniger Terminologie durch die Lande geistert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn man es einfach wortmäßig übersetzt, große Datenmengen, ist natürlich die Frage, für wen und was heißt das genau. Und genau da setzt natürlich auch die letztlich Definition an. Also man kann zunächst mal festhalten, eine reine absolute Größe, wann ein Data nicht mehr Normal-Data, sondern Big-Data ist sozusagen, gibt es nicht. Also eine Fragestellung von
relativen Größen. Also das heißt, für wen relativ? Nämlich für die Firmen oder für die Organisationen, die mit diesen großen Datenbeständen konfrontiert sind. Diese dann auszuwerten. Und deswegen kommt man sozusagen auch zu so einer Definition, die eher auf den Datenbestand, also was mache ich denn mit diesen Daten, abzielt. Das heißt, Big Data sind dann Big Data Datenbestände, wenn sie entweder in der schieren Anzahl, also das heißt die Menge der Daten, oder in der Geschwindigkeit, wie die Daten kommen oder ausgewertet müssen, oder in der Variabilität der Daten, Heterogenität der Daten, also wie unterschiedlich sind diese Daten, welche Datenformate spielen da eine Rolle, sind es strukturierte, unstrukturierte Daten, die Kapazität von Auswertung, von der Informationsfindung, was in diesen Daten drinsteckt, einer Organisation überschreitet. Dann spricht man üblicherweise von Big Data. Und insbesondere dann, wenn diese Daten und die Inhalte der Daten auch noch dazu genutzt werden sollen, Entscheidungen zu treffen. Weil letztlich das ist das, was Organisationen mit Daten machen. Die benutzen die, um Entscheidungen zu treffen. Jetzt mal ein Beispielfall, wo das Big Data-Thema eine relevante Fragestellung ist. Das eine sind, und das würde jedem sehr deutlich werden, ein großer Treiber für diese enormen Datenmengen ist zum Beispiel Sensornetzwerke. Das heißt, früher gab es schon immer kleine Sensoren, die irgendwo in der Luft, in einem Raumklima abgetastet haben. Und nur wenn sich sozusagen einen großen Unterschied zu dem eingestellten Schwellwert in dem Sensor überstiegen haben, sind die irgendwie angeschlagen, haben Alarm ausgelöst, sozusagen dezentral. Jetzt durch die ganze IP-Fähigkeit von diesen Sensoren, also dass man die übers Internet sozusagen zusammenstöpseln kann, kommt es plötzlich dazu, dass man diese riesen Datenmengen, die diese Sensoren produzieren, plötzlich auch benutzen kann, um generelle Aussagen über Raumentwicklung, Klimaentwicklung, Schadstoffentwicklung und so weiter und so fort plötzlich treffen kann. Aber um das zu treffen, muss eben eine entsprechende Datenverarbeitungskapazität geliefert werden. Und das sind üblicherweise eben High-Performance Analytics, also große Datenbestände sinnvoll zu analysieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den eben dieses Big-Data-Thema sehr stark charakterisiert, ist, dass der Anteil der Informationen, die in den Daten drin sind, also das heißt, wir haben gerade gelernt, die Informationsmenge geht hoch, aber der Anteil von verwertbarer Information nimmt sozusagen prozentual ab. Also früher hatte man sozusagen in jedem Text war was Interessantes drin gestanden. Heute muss man sich vorstellen, wahnsinnig viele Sensoren geben 0, 0, 0, 0, 0. Das ist natürlich keine tolle Information. Aber wenn man alle Sensoren zusammenzählt und dann diese relevanten Informationen, die ganz kleinen Peaks und so weiter und so fort, dann nimmt, sind das prozentual gesehen wieder kleine Informationen. Und dann das ist das Gold sozusagen, an das man ran will. Und das kann man jetzt übertragen auf alle Megadatenbestände. Das ist Benutzerverhalten in irgendwelchen Netzwerken. Das sind Kaufentscheidungen von Kunden. Das ist Risikoabschätzung von Anlagen, von Banken und so weiter und so fort. Überall, wo große Datenmengen da sind. Ist das ausreichend? Okay. Ganz wunderbar. Ich denke, jetzt sind wir alle sehr gut informiert über den Begriff. Und das Stichwort, was ich jetzt aufgeschnappt habe, ist das Internet der Dinge. Damit kommen wir natürlich auch zu den gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Veränderung von IT-Prozessen. Auswirkungen vor allen Dingen, wo du dich mit beschäftigst, auf das Individuum. Was bedeutet es sozusagen für uns jetzt als ganz normale Menschen in Bezug auf diese immer größeren Datenmengen, ein Kontrollverlust, die Möglichkeit zur verbesserten Recherche, zur Information, oder ist es genau diese Ambivalenz oder wo gehen die gesellschaftspolitischen Entwicklungen hin? Diese Big Data Analysen auf den sozialen Netzwerken, in denen ich mich vielleicht bewege oder die meine Kaufentscheidungen analysieren, sorgen gerade in Deutschland traditionell immer für große Ablehnung. Also Menschen sind da sehr, sehr skeptisch, was das soll und ob das nicht gegen sie verwendet wird oder werden könnte. Wir sehen einfach, dass da
dass sowas natürlich auch eine Gefahr haben kann, weil bei Big Data Analysen ja nicht eine Kausalität abgeleitet wird, sondern nur eine Korrelation. Also man findet, also gerade wenn man in sozialen Netzwerken Daten analysiert, dann analysiert man daraus nicht, weil diese Person so ist, wird sie in der Zukunft das tun, sondern man findet vielleicht einfach ein Muster. Menschen, die sich in der Vergangenheit so verhalten haben, haben dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas getan. Da erzeugt man halt eine Aussage über das Individuum, die aber nicht behauptet, dass dieses Individuum das auch tun wird, sondern es geht da einfach um Wahrscheinlichkeiten. Und diese Aussage, die von außen über das Individuum getroffen wird, ist natürlich auch verständlicherweise irgendwie sehr unangenehm. Und wir stehen dann halt mächtigen Playern gegenüber, keine Ahnung, einem sozialen Netzwerk, einem oder Amazon mit einem de facto Monopol für Online-Einkäufe in vielen Bereichen. Und da fallen wahnsinnig viele Daten über das, was wir tun, an. Und irgendwas tun die damit und wir haben keinen Einblick da rein, keine Kontrolle. Wir verstehen auch gar nicht, was da passiert teilweise. Und das gibt uns natürlich auch irgendwie eine große Unsicherheit und ein sehr schlechtes Gefühl im Umgang mit diesen Dingen. Andererseits hat es halt auch einfach wirklich sehr, sehr viele nutzbare Vorteile, das nicht nur in so einem ökonomischen Sinn. Wir alle kennen, wenn wir bei Amazon 5-mal was gekauft haben, dann steht da drunter, das hier könnte dich auch interessieren. Und irritierenderweise steht da häufig Zeug dabei, bei dem ich denke, ey, das ist ja wirklich interessant. Es hat aber auch für uns gesellschaftlich natürlich gewisse Vorteile, weil wir das erste Mal über diese nicht nur über die Tatsache, dass Big Data anfällt, sondern dass wir auch Technologien entwickelt haben, um es analysieren zu können, sind wir in der Lage, uns als Gesellschaft zu betrachten und zu analysieren, was wir eigentlich tun. Ich hatte neulich von einem Fall gehört, wo eine Literaturwissenschaftlerin sprach über diese E-Book-Reader, die einige Menschen mit sich rumtragen, dass sie halt ihre Bücher elektronisch lesen. Und sie meinte, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit sind wir in der Lage zu analysieren, welche Teile eines Buches Menschen wirklich lesen, welche sie wirklich interessieren und welche Bücher nur gekauft werden, aber nie zu Ende gelesen werden. Das heißt, wir lernen plötzlich wahnsinnig viel über uns. Und das kann halt natürlich, kann das einen doofen Eindruck machen, wenn wir den Eindruck haben, da soll uns nur noch mehr verkauft werden. Es kann aber auch für uns als Gesellschaft und als Menge von Individuen, die ja auch irgendwie unsere Gesellschaft verbessern möchte, die besser miteinander umgehen möchte, auch wahnsinnig viel Informationen liefern, um dann auch, wie Sie sagten, die richtigen Entscheidungen zu treffen und vielleicht eine gesetzliche Entscheidung einzuleiten oder den Umgang miteinander vielleicht neu zu denken, von daher. Oder bessere Bücher zu schreiben. Ich würde gerne den Kontext Journalismus aufgreifen und an dich weitergeben. Markus, wie siehst du die Entwicklung, gerade die Möglichkeiten durch Big Data für möglicherweise eine verbesserte Recherchemöglichkeit von Journalisten? Wie verändert sich der Beruf? Du hast ja viel mit der sozusagen Optimierung auch von Suchergebnissen zu tun. Du unterrichtest das Ganze. Was bedeutet die Beschleunigung von Datenverarbeitung konkret im Zusammenhang zwischen Suchmaschinen und journalistischer Recherche? Ja, für uns ist es in erster Linie natürlich eine große Chance, weil wir einfach an wesentlich mehr Daten rankommen, an Datenmengen. Da hätten wir vor 10 Jahren nicht von träumen können. Unser Problem ist eher, dass wir so wenig Journalisten haben, die Daten analysieren, verstehen können, aufbereiten können, die Geschichten in den Daten finden können. Und diese unstrukturierten Daten, vulgo das Internet, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen, haben halt sehr große Vorteile. Ich will vielleicht ein kleines Beispiel nennen. Es gibt einen strukturierten Datensatz, das Handelsregister. Ja, in dem Handelsregister gibt es aber vorgegebene Recherchewege. Also ich weiß, wenn ich ins Handelsregister Charlottenburg gehe, kann ich nachgucken, welche Berliner Firmen wem gehören, wer der Geschäftsführer ist. Aber ich kann mit keinem der Namen, die ich da finde, quer recherchieren, ob die gleichen Leute noch eine Firma in München oder in Essen oder sonst irgendwo haben. Und durch diese unstrukturierte Datenmenge oder durch andere neu geschaffene Datenbanken bekomme ich plötzlich Auswertungsmöglichkeiten, die der Datenbank-Urheber gar nicht vorgesehen hat. Ja, also ich kann Querrecherchen machen. Das ist für uns eine große Chance. Wir sehen auch eine Gefahr oder wir sehen ein Punkt, wo sich viele Leute aber nicht bewusst sind, dass es diese Möglichkeiten gibt und haben da ein Experiment durchgeführt und haben den Leuten zeigen wollen, dass diese Debatte um Google Street View total armselig ist in einem gewissen Punkt, weil die Leute sich dagegen wehren, dass ihre Hausfassade gezeigt wird. Die gleichen Leute, die sich aber wehren, dass diese Fassade gezeigt wird, hingehen und im Netz derart viele und derart private Dinge von sich preisgeben,
dass es gar kein Vergleich ist zu dieser Häuserfassade. Und wir sind hingegangen und haben anhand von nur Internetinformationen Porträts von insgesamt 5 Personen erstellt und haben denen gezeigt, was man an Schlüssen ziehen kann aus den kleinen Tweets, da noch ein Profil, da ein Foto. Alles an sich harmlos, aber in dem Moment, wo ich die Informationen zusammenpacke, kommen Dinge raus, die der Einzelne nicht von sich hätte preisgeben wollen. Und in dem Hauptfall dieser Recherche, ein Mensch, der sehr viel twittert, sehr viel Privates nach außen trägt, hat er uns auch versucht, juristisch die Veröffentlichung zu untersagen, weil er eben nicht wollte, dass so viel über ihn preisgegeben wird. Aber alles, was wir hatten an Informationen, hat er selbst preisgegeben. Ja, also ein Paradoxon, das wir da, glaube ich, ganz gut aufgezeigt haben. Ja, ich glaube, wir haben einen Einblick bekommen in verschiedene Welten, die direkt mit Big Data verlinkt sind. Und ich denke, es wird auch schon den einen oder anderen Kommentar, Frage aus dem Publikum geben. Ich frage mal, wer möchte sich äußern? Bitte schön, ins Mikro, wenn es geht, Nils. Oder das Mikro kommt. Also ich fände es hilfreich, noch mal ein bisschen konkreter ein Beispiel oder an einem Beispiel einen Eindruck zu gewinnen, wofür eine Verwendung möglich ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass SAS im Bundestag ja auch beispielsweise an die Parteien herantritt und eben vorschlägt, dass man Tools von ihnen nutzt und Analysemöglichkeiten da sich erschließt. Könnten Sie ein bisschen konkreter einfach sagen, was Sie da sozusagen beackern? Wie ist es mit Social Networks? Was kann man derzeit da eigentlich bieten, wenn es um Facebook geht und Facebook-Auswertung? Und wo sagen Sie selber, ja, hier ziehen wir da Schranken und gucken, ob das geht oder nicht? Ja, danke für die Frage. Ich habe jetzt natürlich hier dieses Thema jetzt nicht spezifisch auf irgendein Angebot oder sowas ausgelegt, sondern ich habe ja generell mal eine Einordnung gemacht, was denn generell das Thema Big Data, was für Daten das genau sind. Wie gesagt, da ist die Bandbreite extrem groß. Und mit der Bandbreite, was es für Daten sind, ist auch natürlich die Auswertemöglichkeit auf der technischen und auf der rechtlich erlaubten. Damit geht das einher. Ja. Also fangen wir mal nochmal an. Die Arten von Daten, die man üblicherweise unter diesem Big Data-Thema zusammenfasst. Weil Sie haben jetzt sehr stark auf Social Media gelenkt. Ich will das mal nochmal so eins zurückstellen. Also weil das eine sind Rohdaten, die irgendwo technisch erzeugt worden sind. Ja, das ist üblicherweise sind das enorm große Datenbestände. Das sind, wie ich vorhin schon sagte, Sensordaten, es sind aber auch Netzwerkdaten, also das heißt Traffic-Daten von Telefonanbietern und so weiter. Das sagt jetzt noch nichts über die Inhalte der Gespräche, das ist rein nur Infrastrukturdaten. Ja, das ist eine eher... Genau, das ist eher so eine Art technische Logfile, ich sag's mal so ganz profan, Logfile-Analyse, aber bei enorm großen Datenbeständen, ne, muss man sich ja vorstellen. So, das ist sozusagen der Bereich der technischen Daten. Und jetzt andere Bereiche sind natürlich spielen dann eine Rolle, wenn es von Nutzern getriebene Datenmengen sind. Und da kommen natürlich Social Medias als nächstes. Ja. Und bei Social Media Daten, das ist der andere Fall für große Datenmengen, muss man die Daten, das sind auch Daten, die die Benutzer selber ins Internet stellen, wie auch immer, über Twitter oder über maschinenlesbar, raus aus dem Internet raussaugbare Daten. Und die kann man nach verschiedenen Kriterien jetzt durchsuchen. Ja, die kann man textuell analysieren. Man kann bei dieser textuellen Analyse verschiedene Bewertungsmechanismen zu nehmen. Also das heißt, ob ein Text eher positiv gemeint ist oder negativ gemeint ist. So diese Art von Analysen spielen da eine Rolle. Und der dritte Fall, das ist das, was der Kollege gerade so ein bisschen anskizziert hat, das ist dann der Fall, wenn eigene Daten einer Organisation, zum Beispiel eine Vertriebsorganisation, diese enorm großen Datenbestände mit anderen großen Datenbeständen, die es auch gibt, vielleicht von anderen Organisationen, dass die sich das zum Beispiel austauschen, miteinander zusammenspielen und damit ein riesengroßer Datenbestand besteht. Also wenn eine Retail-Organisation, eine Vertriebsorganisation, eine
die eine spezielle Art von Produkten verkauft, sich plötzlich zusammentut mit einer Hotelkette, einer Fluglinie und irgendwelchen Leuten, die Telefondienste anbieten. Und die sagen, wir schmeißen jetzt alle unsere gemeinsamen Daten in einen Topf. Ich sage nicht, dass das erlaubt ist oder dass man das machen soll oder sowas. Ich sage nur, was wäre, wenn? Ja? So, dann wäre da ein großer Datenbestand und dann muss man sich in der Tat die Frage stellen, erstens, darf man sowas? Zweitens, was ist das mit den Bürgern? Und dann kommen wir natürlich genau auf diese Diskussion, die wir hier jetzt gerade so anskizziert haben. Bitte ins Mikro für den Stream. Ist sozusagen die typische Kundennachfrage, ich möchte wissen, was die Leute im Web über mein Unternehmen schreiben und sagen und das bewertet haben und in was für Kategorien, also negativ, positiv, und möchte das laufend geliefert bekommen. Ist das so eine typische Kundennachfrage oder ein Angebot, was Sie hypen dann? Genau, das ist eine typische Kundenanfrage, dass Kunden auf uns zugehen und sehr gerne wissen möchten, wie ihr Brand, also ihr Angebot, ihr Produkt im Web sozusagen, wie darüber gesprochen wird. Das ist die klassische Social Media Analytics Ansatz sozusagen. Aber, wie gesagt, das Big Data-Thema hat ja natürlich noch breitere Kanäle nach außen. Und das muss man eben verstehen. Also, dass die Idee, dass plötzlich ganz weitere Datenräume, und zwar in allen Dimensionen sozusagen, plötzlich analysierbar werden und damit den Organisationen, auch übrigens der öffentlichen Hand, zunehmend größere Datenbasis bereitsteht, um strategische Entscheidungen richtiger und schneller und mit einer breiteren Datenbasis zu treffen. Das ist ja so ein bisschen die Idee, die da hinten dran steht. Ja, vielen Dank. Diese breitere Basis würde ich gerne aufgreifen und dich, Jürgen, damit konfrontieren. Das Thema ist quasi Daten als Rohstoff, als Informationsressource. Einige sprechen auch von Daten als dem neuen Öl des 21. Jahrhunderts. Die Frage, was bedeutet es, wenn Daten als quasi vierter Produktionsfaktor neben Kapital, Arbeitskraft und Rohstoffe in die Gesellschaft treten. Was bedeutet das für jeden Einzelnen? Wie verändert sich dadurch unser Leben? Muss ich mal kurz nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich das direkt so neben den anderen drei traditionellen Bereichen aufhängen würde. Gerade wenn man Big Data betrachtet, wir gehen da häufig noch mit so ein bisschen naivem Verständnis ran, mit so einem Hausfrauenverständnis von oder Hausmännerverständnis von Daten. Früher hatte man halt überschaubare Datensätze und die hat man sich angeguckt und die hat man irgendwie durchdrungen und hat daraus sich ein Modell gebaut und hat das verstanden, warum Daten so tickten, wie sie tickten, und hat das dann benutzt. Bei Big Data ist eben genau der Ansatz, ich habe kein Modell, mit dem ich da drauf gucke, sondern ich habe einfach nur unendlich viele Daten und ich habe halt Strategien, die ich entwickelt habe, um da irgendwie halt, wie ich sagte, Korrelationen rauszuziehen. Deshalb wollte ich eigentlich noch mal kurz Bezug auf Ihre Frage. Man kann eigentlich kaum sagen, was ich aus so Daten rausziehen kann. Wenn ich es böse formulieren würde, würde ich sagen, alles, was ich will. Weil da eben nicht so ein fertiges Modell hintersteckt, mit dem man richtig korrekt da Daten rausziehen kann. Ich kann die halt analysieren und zuschneiden, wie ich möchte. Deshalb ist es ganz schwer, in diesen Big Data Konzepten überhaupt zu sehen, welche Konsequenzen das haben kann oder was da drin steckt. Das weiß man häufig vorher gar nicht. Deshalb braucht man häufig eben, wenn man ein Unternehmen ist und man hat diesen Haufen Daten gesammelt, dann braucht man nämlich Leute, die sich damit auskennen, die einem überhaupt erstmal sagen, was da drin stecken könnte. Das sieht man ihnen halt von außen nicht an. Das ist genau, das Big Data Beispiel, mit dem wir alle in Deutschland konfrontiert sind, ist beispielsweise die Schufa. Die Schufa kennen wir alle und im Prinzip ist das auch eine ganz frühe Big Data Analyse gewesen. Die haben halt alles, was sie über Personen sammeln konnten, zusammengezogen und haben versucht, das irgendwie zu einer Kreditwürdigkeit zu korrelieren. Dabei haben sie auch gar nicht wirklich behauptet, dass das kausal zusammenhängt. Keine Ahnung, man könnte sich denken, ich weiß ja nicht genau, wie der Schufa-Algorithmus funktioniert, wissen wir alle nicht, aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass sie in den Algorithmus einfließen lassen, dass Leute, die VW-Autos kaufen, statistisch ihre Schulden bezahlen. Könnte man einfach einrechnen. Dabei wird nicht behauptet, dass sie bezahlen das nicht, weil sie ein VW fahren, sondern das passt halt nur zufällig zusammen. Das könnte man aber in seine Analyse da reinfließen lassen, wenn man halt merkt, dass das mit VWs
so passt, dann würde man halt, wenn man eine neue Person sich anguckt, sagt, ja, fährt VW, wahrscheinlich zahlt er auch seinen Kredit zurück. Das kann man aus diesen Daten analysieren, das kann man daraus nehmen. Das behauptet aber nicht so eine Form von absoluter Wahrheit. Das, was man da rauszieht, ist halt wirklich nur so ein, vielleicht wie so eine Art Wetterbericht oder sowas. Ja, irgendwie in die Richtung scheint das zu gehen, aber man hat eben nicht mehr diese eindeutig ableitbaren und korrekt dann auch vielleicht beweisbaren Thesen, sondern man geht halt, man sieht das, man analysiert so Muster, man erkennt irgendwann vielleicht auch gewisse Muster drin, behauptet nicht, dass die korrekt sind, aber irgendwie scheinen sie mit der Welt zu funktionieren. Vielleicht, wenn dieser eine Sensor auf 7 hochgeht, dann sollte ich Alarm auslösen. So richtig weiß ich auch gar nicht warum, aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren, weil immer wenn wir Probleme hatten, war der Sensor auf 7. Und deshalb ist diese Herangehensweise mit was kann mir das liefern, funktioniert halt nicht. Und das konfrontiert uns natürlich als Gesellschaft auch mit was. Wenn halt eine Analyse aus Big Data was über mich sagt, es klassifiziert mich in irgendeine Gruppe hinein, profitiert mir auf irgendeine Art und Weise, dann heißt das nicht, dass da behauptet wird, ich bin so. Sondern es ist einfach nur, mein Profil passt irgendwie zu Menschen, die so ein Profil haben. Das muss auch für uns den Umgang mit dieser Art von Daten verändern. Wir können halt nicht mehr behaupten, ja, die Schufa sagt, er zahlt nicht zurück. Das heißt nicht, die Person zahlt nicht zurück. Wir müssen halt den Umgang mit diesen Ergebnissen auch so Big Data auch ernsthaft anders betrachten. Deshalb haben wir auch eine rechtliche Regelung zum Scoring zum Beispiel, weil eben die Entscheidungsprozesse an solche, wie Sie sagen, vagen Korrelationen anknüpfen. Und deshalb sagt man eben, es muss dann nochmal ein Prozess hinterhergeschaltet sein, ein Entscheidungsprozess, in dem geprüft wird, auch händisch beispielsweise wirklich in Versicherungen oder so geprüft wird, was man von dieser Wertung zu halten hat. Das ist ja dann eben auch eine mögliche gesellschaftliche Konsequenz, die man an solche Auswertungen knüpfen kann und auch tut. Bei der Schufa ist es einfach, dann kriegst du halt keinen Kredit mehr, wenn du... Ja, also die Verknüpfung jetzt zum Thema Scoring ist sicherlich absolut relevant, aber ich habe jetzt eine ganze Menge Meldungen direkt dazu, nehme ich auch an. Du hattest dich am ehesten schon gemeldet, zweite Reihe. Entschuldigung, dritte. Genau um diese quantitative Analyse von Korrelationen geht's mir irgendwie, weil es wurde gesagt, da kann man bessere Entscheidungen treffen. Man trifft ja Entscheidungen auf Korrelation, was gewesen ist. Das sagt aber noch nichts über die Qualität der Analyse aus. Und ich frage mich halt bei so großen Datenmengen immer, wo bleibt denn die Qualität oder das Ziel, wohin man eigentlich möchte? Gut, um mal kurzfristigen Umsatz zu generieren oder Ähnliches, kann ich mir das gegebenenfalls vorstellen. Aber eine wirkliche qualitative Analyse kann ich mir nur mit Maschinen schwer vorstellen. Also Sie direkt dazu, du direkt dazu, Andreas? Also vielleicht nochmal ganz kurz was zu dem, vielleicht nochmal eins zurückfragen, was das genau eine qualitative Analyse sein soll. Naja, also wenn Sie einen Haufen Daten haben, dann haben Sie ja nur eine Quantität von Daten, die Sie irgendwie in Korrelation bringen. Und wenn ich zum Beispiel einen literarischen Text analysiere und auswerte, da kann ich ja ganz andere Kontextualisierung und ganz andere Faktoren mit einrechnen, als wie wenn ich 100 Millionen Sensordaten auswerte und sage oder 100 Millionen Käufe oder sowas. Das sind ja nochmal ganz andere Faktoren, die da mit reinspielen. Also so aus der Sozialwissenschaft diese Gegenüberstellung von qualitativer und quantitativer Analyse. Und das fehlt mir gerade dabei und es ist so ein Positivismus, der da reingeht. Ja, dann können wir bessere Entscheidungen treffen. Es werden zwar weniger Informationen anhand der Datenmenge, aber die Entscheidungen werden besser. Und das glaube ich nicht. Also doch, das kann man so sagen. Ich erkläre es auch, warum. Also man muss vielleicht nochmal zwei Sachen voneinander trennen. Das eine ist sozusagen der klassische unstrukturierte Bereich, den du gerade angesprochen hast. Also Literaturwissenschaften, das heißt, jemand hat irgendwelche Freitexte, die irgendwie, komme ich gleich zurück. Aber was wir jetzt gesprochen haben, sind sehr strukturierte Daten. Also das heißt, wo ein bisschen auch beschrieben ist, was genau damit gemeint ist und nicht einfach große Textmengen einfach untereinander geknallt sozusagen. Jetzt komme ich dazu, warum die Qualität besser wird. Weil durch Big Data Mechanismen plötzlich die Menge von analysierten Daten zunimmt. Das heißt also, die Aussagen, die man über statistisch sagen kann, das ist das
Gesetz der großen Zahl sozusagen. Je mehr Daten ich statistisch analyse, umso akkurater wird das Ergebnis. Doch, es ist so, es ist ein Naturgesetz. Ja, das Gesetz der großen, natürlich, es ist so. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, es gibt noch einen zweiten Punkt, der relevant ist. Durch neue Technologie, was man ja macht, ist mit Statistik modelliert man Realität. Das ist das, was gesagt. Ja? Man schafft keine Realität, man modelliert Realität. Man macht ein Modell der Realität. Ja? Man versucht, ein Modell der Realität zu machen. Das heißt also, ich beobachte irgendwelche Sachen und dokumentiere das, was ich beobachtet habe, und dann analysiere ich das und gucke, wie gut sagt das voraus, was passieren wird. Weil das ist ein Modell. Ein Modell sagt voraus, was passieren wird. Und das ist jetzt kommt die Frage, wann ist ein Modell gut? Ein Modell ist dann gut, wenn es gut voraussagt. Wenn es gut das voraussagt, was man eigentlich erwarten würde. Und nein, es sagt nicht, dass es gut ist, sagt nur, dass es gut voraussagt. Das hat sicherlich jede Empirikerin auch eine andere Meinung zu, aber es soll jetzt kein Zwiegespräch werden. Ich habe einige Meldungen und Markus, du wolltest dich direkt äußern. Ja, ich will ganz kurz was dazu sagen. Also ich gebe Ihnen statistisch recht, die Modelle werden immer besser, aber das Problem, was wir haben, ist ja, dass anhand dieser Modelle nicht einfach sozialwissenschaftliche Arbeiten verfasst werden, sondern das Modell entscheidet darüber, ob ich jetzt im Internet was bestelle und auf Rechnung kaufen kann. Wir haben gerade für Wieso im ZDF einen Beitrag gemacht und haben eine Frau gehabt, da haben die das Alter anhand des Vornamens geschätzt und anhand des Baujahrs des Hauses die Bonität geschätzt. Und das war im Fall der Frau vollkommen ungerecht. Und das führt halt zu einer Entscheidung, die man nicht mehr ändern kann. Oder wir haben in einer verdeckten Recherche mit dem gleichen Fahrzeugschein Leute zur Autoversicherung geschickt. Einmal Ausländer, einmal Deutsche. Wie das Ergebnis ist, das schafft plötzlich Fakten, diese Analyse. Und das halte ich für vollkommen unzulässig, weil jeder vor dem deutschen Recht oder vor überhaupt dem Recht, ja, hat jeder einen Anspruch darauf, dass sein Einzelfall gerechtfertigt wird und nicht, dass er, weil er halt irgendeiner sozialen Gruppe oder in einem bestimmten Kiez wohnt oder so, dass darüber geurteilt wird. Also Sie könnten mal versuchen, bei verschiedenen Versandhäusern mit verschiedenen Berliner Postleitzahlen Dinge zu bestellen und gucken, welche Bezahlmöglichkeiten Sie bekommen. So wie es keine neutralen Suchmaschinen geben kann, wird es vermutlich auch keine neutralen Daten geben. Sie haben sich gemeldet. Also was Datensammeln angeht, also der Staat guckt, was im Internet vor sich geht, ist ja gut. Aber wenn das Unternehmen machen, die sammeln Daten, na gut. Aber wenn Unternehmen Daten, also wenn ein Unternehmen das Internet direkt überwacht, wo sind da die Grenzen? Schreitet da der Staat ein oder wo sind die Grenzen, was ein Unternehmen machen kann? Was meinen Sie ganz kurz jetzt mit der Überwachung? Angenommen, ich weiß nicht, wie weit ein Unternehmen gehen würde, aber angenommen, ich sage jetzt mal, die hätten einen eigenen Geheimdienst oder so, um das. Ja, Sie lachen, aber. Also, das Internet überwachen ist natürlich jetzt so ein weiter Begriff. Kann man jetzt wahrscheinlich gar nichts zu sagen. Aber was natürlich legitim ist, ist das, was Leute an Meinungsäußerungen von sich geben, in Foren, Blogs und so weiter. Das ist ja eine Meinungsäußerung. Also folglich ist jetzt da nichts gegen einzuwenden, dass jemand die liest. Also sonst wäre es ja keine Meinungsäußerung, die einfach jetzt irgendwie auf eine Unterkante von irgendeinem Zettelchen geschrieben, das ich mir unter das Bett lege. Das ist ja keine Meinungsäußerung, die veröffentlicht ist. Also das heißt, ich intendiere meine Meinung zu äußern. Wenn ich sage, dass dies und jenes Produkt gefällt mir nicht oder schmeckt mir nicht oder verursacht bei mir Kopfschmerzen, dann ist das eine Meinungsäußerung und jeder kann die natürlich bewerten. Ja? Also, und die Firmen machen das natürlich. Ja? Die wollen ja ihre Produkte verbessern. Gehen wir zumindest davon aus, dass sie davon ausgehen, dass bessere Produkte führt zu mehr Umsatz. Deswegen benutzen das Firmen, um ihre Produkte zu verbessern und zwar natürlich gezielt hin oder möglicherweise auch nur das Marketing für ein Produkt. Ich will ja nicht mehr so weit gehen, dass sie das Produkt tatsächlich verbessern. Ja. Okay, ist die Frage beantwortet? So wie es geht in dem Rahmen. Sie hatten sich gemeldet. Auch bitte das Mikro für den Stream. Kommt zur anderen Seite. Im Grunde genommen totgeritten, aber ich wollte ihm auch Folgendes sagen, auch der Gefängnisdirektor wohnt im Gefängnis, nicht? Also, und wenn ich, also, es gibt ja gerade im Kreditscoring
das Element, die Theorie der Verklumpung. Ja, danach wird ja genau die Adresse charakterisiert. Ja, und ich weiß, also in der Hausnummer 7, 8, 9, 10 und 11 wohnen alles Leute, die die einstellige Versicherung abgegeben haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da einer wohnt, liegt bei 0,8. Also werde ich jeden so bewerten. Und damit ist eben immer auch die Unschärfe drin, die immer zu Lasten dann auch anderer Konsumenten geht. Und aber ich finde auch, was mir im Augenblick am Panel noch nicht ganz so, ich will nicht sagen gefällt, aber was vielleicht auch noch etwas deutlicher herausgearbeitet werden sollte. Ihr Beispiel, was Sie am Anfang gebracht haben, war das Beispiel mit den Sensoren. Das hat eigentlich kaum Personenbezug, wenn ich das richtig so wahrgenommen habe. Und jetzt sind wir sehr stark im Bereich von Data Warehouse, Kreditscoring und ähnlichen Elementen. Da sind wir natürlich sehr stark im unmittelbar personenbezogenen Bereich. Und ich finde, diese Dinge sollte man vielleicht auch nochmal schärfen und trennen, denn ich glaube, dass gerade Big Data Aussagen im beispielsweise Wetter oder so natürlich insbesondere für unsere Gesellschaft ungeheuer wichtig sind, weil Voraussagen möglich sind, die unser zukünftiges Konsumverhalten strukturieren können, ohne dass in irgendeiner Weise personenbezogene Daten davon betroffen sind. Umgekehrt aber Big Data, soweit es sich auf personenbezogene Daten beziehen, eben immer auch tendenziell den Charakter des Brandmarkens in sich tragen. Ich würde das gerne aufgreifen und nochmal die Frage präzisieren, Big Data und öffentliche Verwaltung. Markus, du hast auch schon einige Erfahrungen gemacht aus journalistischer Perspektive. Was bedeutet es denn für die Auswertung im journalistischen Kontext, wenn jetzt mehr öffentliche Daten, in welcher Form auch immer, theoretisch und praktisch als Big Data bereitstehen? Welche Auswirkungen hat das für die journalistische Praxis? Na, für die journalistische Praxis ist die Auswirkung im Moment null, weil wir nur 12 oder 24 Journalisten haben, die sowas machen könnten. Da gibt es wenig Beispiele, die das machen. Aber wir sind momentan in der Situation, wo wir dank der Informationsfreiheitsgesetze zum Beispiel zunehmend Daten automatisiert ins Internet fließen sehen, ohne dass Journalisten sie analysieren. Es ist paradox, aber es liegen investigative Geschichten im Netz. Es hat sie bloß noch keiner gelesen und gefunden. Und das ist für uns eine große Herausforderung, weswegen ich mich schon relativ lange damit beschäftige, wie man halt diese Schätze finden kann. Und dieser Effekt, der wird ja nicht mehr kleiner. Wir sind ja in einer Situation, wo mehr und mehr öffentliche Daten zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die öffentliche Verwaltung ist jetzt den Journalisten bei weitem voraus und im Moment werden wir einfach ersoffen in einfach Datenmengen, mit denen wir nicht mehr umgehen können. Und wenn man sich diese Datenmengen oder das Wachstum von Datenmengen anguckt im Moment, das Internet wächst ja immer noch erstaunlicherweise. Man hat ja gedacht, irgendwann wird das so eine Sättigungskurve, aber neben diesen öffentlichen Daten, die wir haben, haben wir andere Effekte. Wir haben momentan pro Minute 72 Stunden Videomaterial, die online gehen. Und dann sagt man, gut, Videomaterial, wie wollen Sie das denn analysieren? Das werden wir alle noch erleben. Ja? Google hat im letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf gezeigt, dass die aus Videos Volltext machen können, und zwar automatisiert. Alle Reden von McCain und Obama können sie Volltext durchsuchen. Wann hat der Germany gesagt, wann hat der Unemployment gesagt, in welchem Kontext, wie oft? Das wird kommen. Ja? Gesichtserkennung wird kommen, ist in Ansätzen schon da. Ja, und stellen Sie sich vor, Sie haben vor 10 Jahren ein Video und ein Foto online gestellt. In Zukunft kann ich dieses Foto finden, wenn ich Sie heute fotografiere. Das heißt, wir haben plötzlich Analysemöglichkeiten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch gar nicht angedacht waren. Ja, wenn plötzlich mal alle Landesbibliotheken digitalisiert sind, dann können Sie plötzlich Dinge finden, die ich als Schülerzeitungsredakteur geschrieben habe. Das will ich nicht. Das war nie dafür gedacht. Ja. Überlegen Sie allein, was inverse Bildersuche. Ja. Ich sehe irgendjemand im Café oder denkt, der stellt so komische Fragen, gucke übers Handy, Gesichtsanalyse und dann weiß ich irgendwann, wer Sie sind. Ja, ja, die Möglichkeiten sind vielfältig und sicherlich auch ja, sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Ich würde trotzdem noch mal gerne den ökonomischen Aspekt jetzt auch aufgreifen, nämlich in dem Zusammenhang, es ist ja dargestellt worden, welche Möglichkeiten es gibt. Was bieten Sie denn konkret an im Sinne von Big Data als Business Model in Bezug auf die öffentliche Verwaltung? Welche Dienste offerieren Sie da?
Ja, also wie gesagt, das eine ist der schiere Umgang mit Big Data, und ich gebe da dem Kollegen sehr recht, wenn man das ein bisschen ablenkt oder vielmehr nicht die personenbezogenen Daten da als allererstes nimmt. Und genau da geht natürlich auch das Businessmodell eigentlich hin. Deswegen habe ich vorher auch diese Infrastrukturbeispiele gebracht, weil ich sehe da sozusagen den ersten Ansatz. Und da der Bereich Cybersecurity, also das Auffinden von Bedrohungsmustern in großen Netzwerk-Traffic-Datenbeständen, um es jetzt mal ganz kompliziert zu erklären, also das heißt, man lässt sozusagen den ganzen Netzwerk-Traffic einfach durch so einen riesen Filter durchlaufen, der aber mit intelligenten Muster erkennt von Bedrohungssituationen, ohne jetzt auf den Inhalt irgendwie da drauf zu schauen. So, das ist so der eine große Bereich, den wir da sehen. Und der zweite große Bereich sind natürlich Infrastrukturentscheidungen aller Größenordnung. Das heißt, wo brauchen wir zukünftig welche Art von Infrastruktur, angefangen von den Kindergartenplätzen über, wie breit müssen die Straßen und so weiter und so fort eigentlich sein, weil plötzlich stehen mir eben ganz, ganz breite eigentlich Benutzungsdaten zur Verfügung. Und wenn man die benutzt und sauber ausarbeitet, im Sinne von welche Muster haben von der Vergangenheit sozusagen zu welchen Verbrauchsspuren geleitet, und dann darüber zu gucken, was braucht man in der Zukunft, um da optimal aufgestellt zu sein. Und das sind genau die Ansätze, wo man jetzt umfangreich, und hier der Begriff Statistik ist ja schon gefallen. Mein Kollege vorher auf dem anderen Panel hatte das auch erwähnt. Das will ich nur vielleicht noch mal kurz erwähnen. Weil so der herkömmliche Statistikbegriff, also statistisches Jahrbuch einer Stadt, eines Landes oder sowas, ist aus meiner Sicht so ein bisschen als Informationsgehalt für das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, so ein bisschen überholt, weil die sind dann einem umfangreichen statistischen Qualitätsprozess unterlegen, die ganzen Daten, die Ergebnisse beziehen sich auf Daten von vor 2 Jahren, und da muss man sich halt natürlich die Frage stellen, was man heute mit den Daten von vor 2 Jahren noch macht. Ja. Oder man nimmt eben die von dem Kollegen eben auch skizzierte Unschärfe einfach in Kauf und sagt, aber dafür sind die Daten aktuell und ich habe sie jetzt ausgewertet, also praktisch die Verkehrslage von heute Mittag ist auf meinem Schreibtisch und ich muss nicht warten, was 2005 an Neuanmeldungen von Kfz da war. So. Ja. Jürgen Geuter, Big Data, Big Business, Big Bubble oder doch konkretes Bedrohungsszenario, also kein Marketing-Hype, vielleicht das nochmal runtergebrochen? Natürlich hat das auch eine Menge Bedrohungspotenzial. Ich denke, das ist ja auch gerade schon in der Diskussion offensichtlich geworden. Ich möchte da nochmal einen Begriff, den Sie gerade benutzt haben, kurz aufnehmen und korrigieren. Doch, Daten sind neutral, grundsätzlich, immer. Was nicht neutral ist, ist der Algorithmus, der darauf läuft. Denn den hat sich eine Person ausgedacht, und was diese Person, wie diese Person die Welt sieht, fließt in einen Algorithmus ein. Von daher ist es einfach wichtig, wer hat diese Analyse überhaupt gemacht? Und was ist das, worauf diese Person geguckt hat? Weil das ist auch das, was da rauskommt. Wir können immer... wir wollen jetzt dieses Schufa-Beispiel auch nicht überstrapazieren, da kann man sich auch beliebig viele Sachen vorstellen. Man kann halt Korrelationen zwischen allen möglichen Sachen herstellen, und die werden sehr schnell problematisch. Was ich gerade schon mal sagte, wir brauchen halt einen anderen Umgang. Wir redeten gerade davon, das bedeutet halt, dass sie keinen Kredit kriegen, aber deshalb brauchen wir noch Leute, die danach kontrollieren. Das findet ja nicht statt, weil wir diese Algorithmen bauen, weil wir dann eine Zahl haben, die dann sagt, ja, oder einen Wert haben, der sagt ja oder nein, guckt kein Mensch mehr drauf, denn wenn man sich gegen den Algorithmus stellt, der Schufa-Algorithmus sagt nein, ich will aber ja sagen, dann werde ich gefeuert, wenn das Ärger gibt. Das tut kein Mensch. Die Existenz dieser Algorithmen verändert halt auch unsere Welt und verändert eben auch, wie wir leben. Das muss uns klar sein. Deshalb müssen wir eben auch diese Algorithmen als das verstehen, was sie sind. Das sind im Prinzip eine Meinungsaussage von einer Handvoll Experten, die so einen Algorithmus gebaut haben. Das ist keine wahre Aussage, das ist einfach eine Meinung, wie diese Personen diesen Datensatz sehen. Und deshalb natürlich kann man darauf potenziell, wenn man wirklich sehr kluge Menschen, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben und die vielleicht auch ein bisschen neutral auf ein Problem gucken, die kann man auch für politische Entscheidungen beispielsweise nutzen, um dann sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Aber man kann sich halt nicht grundsätzlich darauf verlassen. Man muss sehr klar wissen, wen frage ich, für welchen Kontext
und wie kann ich mich darauf verlassen? Also Big Data ist, kann sehr schnell eine Bedrohung werden und es kann sehr schnell Chancen sein. Es ist halt einfach ein Werkzeug, was uns heute aufgrund der massiven Daten zur Verfügung steht. Deine Thesen schließen jetzt sehr schön den Kreis zu dem ersten Panel, was ich heute moderiert habe. Da ging es nämlich genau um um die Macht der Suchalgorithmen, Code as Law. Und ich denke, alle, die dabei waren, können das jetzt nochmal hier, die Ergebnisse hier auch wunderbar damit in Verbindung setzen. Ja, wir sind auch hier schon recht weit fortgeschritten. Ich frage mal, gibt es noch Fragen, Statements aus dem Publikum? Sie dürfen. Aber mit Mikro, bitte. Ich muss sagen, das ist ja wirklich, es hat mich wie ein Hammer getroffen, was Sie gerade gesagt haben. Also für mich hat der Begriff Algorithmus immer so etwas naturwissenschaftlich Cleanes gehabt, ja. Und Sie haben mir eben deutlich gemacht, dass hinter diesem scheinbar klinisch reinen natürlich genauso Voreinstellungen, Vorurteile und so weiter stehen. Das fand ich also. Das muss ich erstmal verarbeiten. Also das war also, das ist, wir sagen immer, also ich komme aus juristischen Ecke, wir sagen natürlich, also was der Richter als wettbewerbswidrig empfindet, ist die Meinung der Frau beim Frühstück, bevor er das Urteil verkündet. Ja? Also ob die Marmelade geschmeckt hat oder nicht, entscheidet darüber, ob ein Verhalten wettbewerbswidrig ist oder nicht. Und da habe ich... Da will hab nicht ich, so nahe treten, aber jetzt kommen wir doch so ein bisschen an den Stammtisch. Ich will nur sagen. Und da habe ich immer gesagt, Algorithmus ist was Klinisches. Und jetzt ist der Algorithmus genauso mit Marmelade bekleckert wie das gerichtliche Urteil. Das finde ich schon sehr... Ich glaube, diese Unschuld hat der Algorithmus schon längst verloren, aber ja, wir hatten diese Diskussion schon. Was ist genau darunter überhaupt zu verstehen? Ist es eine Überbewertung oder liegt sozusagen dort genau der Kern unserer Analyse? Zu dem Thema oder dann nehme ich Sie direkt. Mich würde interessieren, wie du dich vor den Algorithmen schützt. Also wenn du sagst, dass du freiwillig sämtliche Daten dein gesamtes Leben ins Netz stellst, geht das ja wahrscheinlich nur so lange, bis du selbst irgendwann feststellen wirst, dass du nie wieder auf Rechnung bezahlen kannst, dass die Bank deine Finanzierung deines Eigenheims ablehnt oder du vielleicht Ärger kriegst, weil der Algorithmus vielleicht 1 und 1 vielleicht zu 3 zusammengezählt hat und damit auf die Idee gekommen ist, dass du nicht kreditwürdig bist oder das andere aus. Du wirst nicht mehr eingestellt, Arbeitgeber googeln dich und finden, ja, er hat auch ganz viele Saufbilder bei Facebook, wie auch immer. Also diese typischen Beispiele könnten dich ja sehr schnell treffen. Und dann wäre die Frage, würdest du weiterhin dieses Verhalten an den Tag legen, dass du sagst, okay, du bist jetzt auf die Nase gefallen, du kriegst zwar nie wieder einen Kredit, aber jetzt erst recht. Oder würde dann auch bei dir vielleicht ein Umdenken stattfinden und sagen, okay, ich habe bis jetzt Glück gehabt, die Algorithmen haben mich verschont. Wie stehst du? Ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen. Ich habe das mal länger in einem Blogpost auf blog.spakaria.org zusammengefasst. Ich bin ein Experiment. Ich bin ein Post-Privacy-Experiment. Ich kann das tun, denn ich bin in dieser Gesellschaft maximal privilegiert. Ich habe einen Job, ich habe ein Diplom. Ich bin ein heterosexueller weißer Mann in Westeuropa. Man kann mich nicht diskriminieren. Es ist nicht möglich, mich zu diskriminieren. Deshalb kann ich sowas ausprobieren. Das Risiko für mich ist de facto nicht gegeben. Ich kann das nicht jedem raten, das so zu machen. Das wäre Wahnsinn für viele. Ich kann das evaluieren. Ich kann gucken, welche Konsequenzen es hat. Wo falle ich denn auf die Nase? Für mich ist das halt ärgerlich. Das ist doof. Ich kann darüber schreiben. Andere müssen das nicht machen. Ich kann aber auch Chancen dadurch evaluieren. Gucken, hier an der Stelle können wir was dadurch lernen. Das wäre was, was auch andere tun können. Weil mir halt de facto nichts passieren kann, kann ich das tun. Deshalb schütze ich mich nicht, weil das Experiment ist, dass ich mich nicht schütze. Ich grenze mein komplettes Umfeld aus. Ich spreche nicht über meine Beziehung. Ich spreche nicht über meine Freundin. Da findet man nichts im Netz, außer dass es sie gibt. Weil die nicht dieses Experiment machen möchte und ich ihr das nicht aufzwinge. Aber für mich ist es wirklich nur, wenn ich auf die Nase falle, dann habe ich halt ein gutes Thema für einen Blog-Eintrag und ich hoffe, alle lernen was draus. Spannend, aber es klingt jetzt fast wieder zu klinisch rein für mich, aber gut. Es gibt noch Anmeldungen. Achso, über mich gibt es keine Saufbilder, weil ich nicht trinke. Von daher, ich gehe da auch wenig Risiken ein. Gut, habe ich jemanden übersehen? Habe ich nicht, dann können wir zur Abschlussrunde kommen. Ich würde allen nochmal das Wort geben, vielleicht fangen wir mit dir an. Markus, du hast aus der journalistischen Praxis gesprochen, auch eure Arbeit für das Fernsehen zum Beispiel. Welchen Big Data Skandal deckt ihr bei Wieso als nächstes auf? Was kommt als nächste große Bedrohung?
Ja, okay. Also wir, es gibt Unternehmen, die haben über alle von uns Daten und die geben vor, dass sie diese Daten nur unter sehr strikten Auflagen veröffentlichen. Und ich glaube, dass wir am Anfang nächsten Jahres das Gegenteil sehr eindrucksvoll beweisen können. Ja, dann dich die Frage, Andreas. Was macht ihr, wenn ihr den Auftrag bekommt, sozusagen Suchalgorithmen als Big Data zu analysieren, zusammenzufassen, zu kompilieren? Geht das oder fällt das sozusagen als Geschäftsmodell flach? Nee, das ist das, was wir jetzt schon machen. Suchalgorithmen im weiteren Sinn natürlich, aber das ist natürlich genau das, was wir machen. Wir letztlich benutzen die Statistik, um mit den ganzen Vorbehalten Aussagen über ein Datenmodell-Aussage zu machen, trifft das zu, ja oder nein, zumindest die Wahrscheinlichkeit davon. Und natürlich, das ist genau das, wo wir auch die große Chance sehen, das Thema Big Data, was im Übrigen nicht mehr zurückholbar ist. Also man kann jetzt nicht irgendwie glauben, dass man da irgendwelche Leitungen kappen kann und damit ist dieses Big Data-Thema weg oder sowas. Also auch sehr viele Kollegen aus der öffentlichen Verwaltung glauben, dass sie das Thema Big Data, das ist nur ein neues Pferd, was ist da, oder was wird durchs Dorf getrieben? Ein Schwein. Ein neues Schwein durchs Dorf getrieben wird, ja. Und dann muss man das mal ein bisschen abwarten und dann vielleicht nächstes Jahr ist es vorbei. So, aber das wird nicht vorbei sein, weil die Daten gehen, wie gesagt, die Kurve sieht so aus und die wird nicht plötzlich wieder so sein. Und deswegen ist das Thema ein virulentes Thema und jetzt muss man gucken, ob man da das für sich als Chance begreift. Wir helfen da gern. Jürgen, wie geht denn dein Post-Privacy-Experiment aus? Verrätst du uns das? Wenn ich das jetzt schon wüsste, müsste ich es ja nicht weitermachen. Also ich hoffe, dass es unter Umständen, dass ich auch noch ein paar Mal damit auf die Nase falle, weil das halt einfach eine gute Lernerfahrung für alle Beteiligten ist, weil ich es dann ja auch publiziere. Ich hoffe auch, dass an ein paar Stellen ich klar machen kann, wo das Vorteile hat, wo mich das einfach anknüpfbar macht für meine Mitmenschen, wo das vielleicht auch dadurch, dass andere Menschen bestimmte Aspekte auch von sich veröffentlichen, wie wir einfach viel über uns als Gesellschaft, über uns als Menschen, wie wir agieren lernen. Und ich hoffe, dass wir halt dann langfristig dazu kommen, dass wir wirklich bessere Entscheidungen darüber treffen können, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir miteinander leben wollen und wie dann die Zukunft auch besser aussehen kann, als sie das heute ist. Wo planst du zu publizieren? Hauptsächlich im Web dann, wenn wir das mitverfolgen wollen? Auf welchen URLs, auf welchen Ebenen? Eigentlich alles Relevante findet man unter blog.spackeria.org. Das ist das Blog der datenschutzkritischen Spackeria, wo ich dann eigentlich alles aufarbeite. Wunderbar, okay. Ich bedanke mich. Hat mir viel Spaß gemacht, hier diesen Part durch den Tag zu führen, für die engagierte Diskussion, für die engagierten Fragen, für die Mitarbeit. Und der Kongress ist noch nicht zu Ende. Deswegen würde ich jetzt nochmal dem Christian von der Böll Stiftung dann das Wort geben. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Oliver Passek, für deine Arbeit. Du sitzt ja hier seit 11.15 Uhr. Es ist das vierte Podium, das du moderierst, mit erstaunlicher und bewundernswerter Genauigkeit. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Jürgen Geuter, Andreas Nolte und Markus Lindemann.